Geheimtipp. Altes Heilmittel soll auch bei Borreliose helfen. Immer wieder haben wir über die gefährliche Krankheit Borreliose berichtet, die durch Zeckenstiche übertragen wird. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen ist zum Beispiel in Sachsen im zurückliegenden Jahr um mehr als 30% gestiegen. Zu spät erkannt kann die Krankheit chronisch werden mit Nervenleiden und Lähmungen. Jetzt gibt es Hoffnung für Borreliose-Kranke und es scheint so, als könnte die Zecke ihren Schrecken verlieren. Wer Gerd Schlegel heute erlebt, kann es kaum glauben, wie schlecht es ihm noch vor wenigen Monaten ging. Der Mann, der von Zecken gestochen wurde, war durch Borreliose nur noch ein Schatten seiner selbst. Vor 2 Jahren hatte der Lehrer Lähmungserscheinungen, hielt es nur mit starken Schmerzmedikamenten aus. Er war auf die Pflege durch seine Frau angewiesen, konnte kaum noch sprechen. Heute fühlt sich Gerd Schlegel jeden Tag besser. Seit er das aufgebrühte Kraut der Zistrose zu sich nimmt, haben seine Beschwerden deutlich nachgelassen. Gelenkbesserung, Laufbesserung, also Laufbeschwerden oder was die Sprache betrifft, kann wieder deutlich reden, telefonieren und noch besser laufen. Erst vor 3 Monaten kam Gerd Schlegel auf das Kraut, von dem bisher nur bekannt war, dass es das Immunsystem stärken soll. Jetzt ist die Zistrose ein Geheimtipp, den Borreliosekranke untereinander weitergeben. Die Pflanze wächst wild in Griechenland, wo sie seit Jahrhunderten als Heilmittel eingesetzt wird. Die wertvollen Wirkstoffe sitzen in den Blättern, sogenannte Polyphenole. Weshalb das Zistuskraut gerade gegen Borreliose gut wirkt, untersucht jetzt Professor Rauwald an der Leipziger Uni. Erstmals erforschen Pharmazeuten die geheimnisvolle Pflanze. Auffällig der extrem hohe Polyphenolgehalt, viele ätherische Öle und besondere Harze. Die einzelnen Stoffe sind bekannt, doch die Zusammensetzung soll entscheidend sein. Für die Heilwirkung haben die Forscher eine Erklärung gefunden. Die durch die Zecke übertragenen Spiralbakterien, die sich im Körper festsetzen und Borreliose verursachen, sollen durch die Zistrose verklebt und damit unschädlich gemacht werden. Das sind viele Angriffspunkte, die ich auch erwarte, die zur Abtötung führen, dieser Borreliose. In einigen Zelllinien konnte ein DNA-Repair, ein Reparatureffekt nachgewiesen werden. Dies zeigt eine neuere Studie, die an der Harvard-Universität in den USA bei bestimmten Polyphenolen auch durchgeführt worden ist. Wie das Zistuskraut genau wirkt, ist Gerd Schlegel am Ende egal. Er hat schon so vieles ausprobiert und merkt jetzt, dass er mit seinem Sud auf dem richtigen Weg ist. Er kann es selbst kaum glauben. Dass ich schon 100%ig gesund wäre, bin ich noch nicht sicher, weil es bei mir einfach schon zu weit fortgeschritten ist. Bei anderen, die die Krankheit noch nicht so lange haben, die können sich auch gesund werden. Gerd Schlegel jedenfalls hat durch die Heilpflanze neuen Lebensmut gefasst. Wir haben im Wald, gibt es recht unterschiedliche Zeckenarten, die man so selber nicht gerade kennt, aber es sind ja auch diese Nymphen oder diese kleinen Zecken, die dann praktisch mini klein sind, die man fast nicht sieht, kleine schwarze Kleckse, die da sich bewegen, man guckt da drüber weg. Man wundert sich, dass man dann, wenn sie sich vollgesaugt haben, sind sie stecknadelkopfgroße Tierchen, die dann irgendwann abfallen, sich weiterentwickeln. Die größeren Zecken, für alle bekannt, gut, erbsengroß, die sind natürlich dann schon belastend und das merkt man dann doch sehr schnell am Juckreiz oder dann am schlimmstenfalls noch gerötete Haut, die ja dann Anzeichen sind für Borrelien, beziehungsweise man ist infiziert mit irgendwas, man sollte dann auf jeden Fall zum Arzt gehen. Bei den Hunden sieht man diese Rötung weniger, zumindest bei meinen Terriern nicht. Das sind eine Schwellung ist allerdings auch immer vorhanden. Diese kleinen Zecken, die kommen, wenn man Pech hat, mir ist es schon so passiert,
Hund abgelegt, ich daneben gesessen, auf einer, an der Rand der Waldwiese. Und abends bzw. am nächsten Tag 40 und mehr solche Zecken am ganzen Körper, und die abzulesen, es war eine Wahnsinnsarbeit, und der Hund hat tüchtig auch letztendlich darunter gelitten. Bis jetzt hatte ich eigentlich noch nichts weiter gehabt. Ich bin auch relativ leichtfertig damit umgegangen. Also nicht gleich jedes Mal zum Hausarzt marschiert. Ich habe mir die Tierchen dann selber rausgeholt, was mit Sicherheit nicht zu empfehlen ist. Jetzt ist es soweit, dass man eine neue oder eine alte Rose entdeckt hat, die in Griechenland zu Hause ist, Cystus genannt, die gewisse Abwehrstoffe wohl hat. Und man hat dann die Tierchen an sich selber nicht und auch am Hund nicht. In Kapseln werden die verabreicht, die gibt es täglich eine, so eine Kapsel. Die muss man natürlich, das ist keine Langzeitwirkung, das heißt, man sollte dann über die ganze gesamte Zeit, wo man mit diesen Tieren konfrontiert wird, praktisch auch diese Kapseln dann einnehmen. Mein Studienkollege, der Professor Dorn, der ist in Jena tätig und beschäftigt sich sehr intensiv mit Zecken und hat auch die unterschiedliche Verbreitung festgestellt und hat in diesem Jahr veröffentlicht, dass also enormer Anstieg der Borrelien ist, nicht der Gehirnhautentzündung, sondern Borrelien. Und das trifft für Hund und das trifft für einen Menschen zu. Eigentlich sind wir darauf gestoßen durch einen zufälligen Befund. Da wurden zwei Hunde mit einem pflanzlichen Präparat, mit Cystus, behandelt, eigentlich aus einem anderen Grund. Und dann dabei wurde festgestellt, dass die Hunde plötzlich keine Zecken mehr hatten. Und daraufhin haben wir gemeinsam mit dem Herrn Pizza und der Frau Professor Baum eine Studie gemacht bei einigen Jagdhunden, bei einigen Zuchthunden und auch bei einem ganz normal gehaltenen Hunden mit Kontrollgruppen, und mussten feststellen, dass die Hunde, die dieses Präparat, also die Cystus, erhalten haben, fast kaum noch Zecken hatten. Das heißt, die Zecken kommen nicht zum Saugen, und das ist das Entscheidende, dass die Zecke nicht erst ansaugt, denn wenn sie sich angesaugt hat, bringt sie ihren Speichel rein mit den Borrelien möglicherweise. Wenn wir weiterhin solche gute Erfahrungen mit diesem Präparat haben, könnte man das auch empfehlen, weil es völlig ein pflanzliches Präparat ist und völlig von der chemischen Seite unschädlich ist. Im Gegenteil, noch viele, viele andere gute Wirkungen im Organismus hat, die sich hinsichtlich der Gelenksentzündung, hinsichtlich Allergien oder teilweise auch bei bösartigen tumorösen Veränderungen zumindest nicht weiter verbreiten kommt.